Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder SnowRunner. Ihr habt es euch gewünscht, wir haben Ultra Bock. Reapers hat ein Lenkrad, Rumatra ist sowieso dabei. Ein Game, wo man in der absoluten Wildnis ist, wo es vielleicht vor 20 Jahren mal eventuell eine Straße gab. Alles ist Matsch, alles ist ultra steil und wir haben jetzt, kam das Two-Year-Bundle raus. Neue Fahrzeuge, neue Missionen, neue Maps. Das wird sehr, sehr geil. Als allererstes werden wir jetzt die Map als erstes erkunden. Da gibt es nämlich diese Aussichtsplattform. Wenn man die hat, kann man die ganze Map sehen. Wir sind jetzt in Yukon, Kanada. Aber es gibt noch mehr geile Maps, auch irgendwo im tiefsten Russland. Auch das wird kommen. Das Game gibt es im Epic Games Store. Wenn ihr es euch holt, könnt ihr den Creator-Code Trimax eintragen. Haben vielleicht mal 50 Leute damals gemacht. Das nur so als nebenbei. Wenn ihr die zukünftigen Folgen nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Das wird sehr nice heute. Also, komplett neue Map. Reapers zum ersten Mal dabei. Wir werden dir alle Tipps geben. Am kompliziertesten ist es tatsächlich, wie man mit der Winde spielt und so und sich aus dem Matsch wieder rauszieht, wenn man irgendwo stecken bleibt oder sich das Auto flippt oder sonst was. Aber das kriegen wir hin. Du bist ein Pro-Gamer. Easy für dich. Gar kein Stress. Kannst jederzeit dich bergen lassen. Mit der Winde spielen. Spiel mit der Winde. Sei eins mit der Winde. Digga, ist das überhaupt ein Weg, den ich hier fahre? Oder sind hier nur irgendwie Rehe lang getrampelt und deswegen sieht das hier so aus? Dein Motor probiert, ist abgesoffen. Ich habe probiert, auf dieser einen Seite von der Brücke rüber zu fahren. Rumatra ist in der Werkstatt. Ach, du bist schon gestorben, Rumatra. Ja, ich bin schon einmal gestorben. Okay, Rumatra, dann machst du dein Stuff, dann berge ich auch, weil man muss zweimal Holzpaletten, glaube ich, holen, ne? Für die Brücke, oder was stand da? Ja, bei einer kann... Ich muss die Aufgabe annehmen, warte kurz. Bandit, zurück, Werkstatt verlassen. Handbremse lösen, Karte anzeigen. So, das ist jetzt hier das teuerste Auto, was wir haben. Das kam mit dem neuen DLC freigeschaltet. Das kostet 125.000 Tacken. Aber ist halt auch riesig, ne? 8 Räder einfach. Hat ja auch Pedale. Ja, ich habe Pedale und Lenkrad. Mit Schalten... Rückwärtsfahren, Bremsen, Kupplungsscheiß. Matras zum vierten Mal in der Werkstatt. Hä, hey, ich war Vollgas, bin ich schon stuck? Ich dachte, das ist das beste Auto. Das kannst du bester, Max. Und ich erwarte auch mehr von dir, mein Bester. Dreieck, Winde ist gebunden, Winde ziehen und Gas. Boah, hier im Schlamm rauszukommen, Max, ich sag's dir, wie es ist. Ich bin der Windenprofi. Ich bin eins mit der Winde. Ich hab mich selber rausgezogen. Ich brauche euch nicht, die mich hier rausziehen. Ich zieh mich hier selber raus. Ich bin auch raus. Ich hab nur eine Holzpalette auf den Scheiß bekommen, Max. Naja, ich glaube, wir können nur eine Holzpalette auf einmal tragen. Ja, war das nicht hier eben? Gefährlich tiefer Wasserstand? Oh nein, ich verliere Leben. Rückwärts, 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 rückwärts. Fahren wir die Scheiße links entlang. Bist du hier durch diese ultratiefe Pfütze gekommen? Ja, ich wollte mich ein bisschen... Winde einziehen, Vollgas geben. Ich bin umgekippt. Ich bin der beste Windenspieler der Welt. Ich bin gestorben einfach. Echt? Jetzt schon gestorben? Ja, wegen der Winde. Du musst genau im richtigen Moment die Winde lösen, sonst flippst du dich. Ja, habe ich nicht gesehen. Ich habe irgendwie Vision. Ich glaube, ich habe keine Offroad-Reifen, Alter. Pepega Driving. Ich mach die ganze Zeit Vollgas. Ich muss auch da lang. Ist das dein Ego, Max? Nee, ich spiele Third. Ah, nein! Okay. Kipper für Kipper. Hey, Kumpel. Fahr doch hier nach rechts! Das will ich nicht machen, die Aufgabe. Wir machen jetzt die nördliche Brücke erstmal. Wo krieg ich das Zeug dafür? Soll ich da erstmal hingehen und die Aufgabe? Steht auf der Karte eigentlich. Wenn du M drückst, wirst du sehen, wo du es herbekommst. Mann, wie spielen wir denn? Ich hab schon einmal Stahlträger abgegeben. Was willst du von mir? Ich bin geflippt. Wir müssen in Zweierbundles unterwegs sein. Wo willst du denn hin, Max? Ja, ich lieg jetzt hier beim Holz kaputt. Wir brauchen gar kein Holz für die Brücke, Rumatra. Nur Metall? Ja, der sagt mir, nur zum Lagerhaus soll ich gehen. Guck mal hier. Jungs! Ja, er macht's gut. Er ist gut. Ja. Was ist das für ein Game? Deutsche Autobahnsimulation. Warum lachst du, Rumatra? Das reicht für dich beim Lacher? Ja, das reicht für mich, weil das einfach deutsche Autobahnsimulation ist. Ja, kleine Straßenschäden, ganz kleine. Ha! Reapers! Du hast doch schon gefeiert! Ja, Max, hol mich raus, bitte! Ich muss erstmal Reapers retten. Reapers? Soll ich dich retten, Reapers? Hallo, ja, gerne. Okay, pass mal auf jetzt hier. Das sah so gut aus. Da stand jetzt Motor abgesoffen. Rafft er sich wieder, wenn ich wieder auf dem Bein bin, oder was? Ja, ja. Drehst du dich? Geht das nochmal? Ich zieh. Aber wenn ich nicht zieh, dann falle ich. Siehst du? Drehst du dich? Ja, ich drück. Ein bisschen dreh ich mich, nur ein bisschen. Noch mehr, noch ein bisschen, da fehlt noch ein bisschen was. Mehr. Scheiß Riesenbaum. Das ist zu wenig Power, Max. Ja, du drehst, ich fahr übel weiter, immer weiter. Noch ein bisschen, da fehlt noch ein Stück. Ich geb Vollgas, im Lastengang. Motor abgesoffen. Hast du die Winde gelöst? Nö. Oh Mann, das ist schade. Das hast du nicht hinbekommen, Max. Das erwarte ich auch. Ich weiß nicht. Wieso spielst du auch das größte Auto? Für einen Profi? Bin Profi, was sick, aber du warst da echt richtig deep im See drin. Also du musst mich auch rausholen, weißt du was? Rumatra fährt in den See, wir lachen ihn aus und dann kommt Reapers und sagt, oh, ich bin Profi und fährt in den See und flippt.
Matra, ich hol dich jetzt. Ja, bitte. Winde dich an mein Heck. Warte, ich winde mich an dein Heck. Das ist... Ich kann nichts anderes. Das war der einzige Punkt, den du hast. Was soll ich sagen? Ist das dein scheiß Ernst, dass du dich seitlich an mich ranwindest? Okay, gut. Dann winde du. Winde du mich. Ich winde anbringen, Heck und bei dir vorne. Was ist denn das hier, Jungs? Du fährst mich in den Pfosten rein. Du musst nach rechts, Max, nach rechts. Ich fahr nach rechts. Nein, fahr rückwärts ein Stück und dann zieh mich nach rechts raus. Das macht so keinen Sinn, Max. Sonst hat sich immer die Winde durchgedreht und dann konnte ich chillig weiterfahren. Und? Ja, ich glaube, es bewegt sich was. Ja? Und du kannst doch nicht mal zurückfahren. Jetzt, hab doch, dich. Jetzt haben wir's. Und jetzt musst du mich hier einmal weiterfahren. Kannst du Gas geben? Jawohl. Kannst du weiter selber fahren? Absolut keine Chance, glaube ich. Reapers ist wieder stuck. Damn! Sorry, Alter. Ich bin hier der Pro. Gelöst. Okay, ich mache mich wieder hinten an dich ran, okay? Oh, ich glaube, wenn ich es hier aus dem Matsch rausgeschafft habe, dann... Keine Chance, aus dem Matsch komme ich nicht. Ich helfe dir ja, auch gleich. Ja, das geht nicht alleine. Fertig. Ja, fertig. Das haben wir gut gemacht. Wir brauchen auch nur noch einmal Stahlträger. Also wenn ich jetzt... Wir brauchen nur einmal Stahlträger? Okay. Also wenn ich sie jetzt hab, dann müsste ich nur noch zurück irgendwie. Hey, wartet mal, ich wollte gar nicht hierher. Ich wollte doch den Aussichtspunkt machen. Ja, aber ohne dich kriegen wir es nicht hin, Max. Das ist ein Teamgame. Fuck. Ich bin da, Rumatra. Ich hab sie gebaut. Let's go. Siehst du auch das Ding, Reapers? Ja, ich sehe es auch. Aber warum war der jetzt... Okay. $4,000, geil! So 650. Und dann fahre ich da drüber mit meinem anderen Auto, aber. Geil. Okay, lass mal ganz kurz gucken, wofür wir noch Stahlträger irgendwo brauchen hier, ja? Genau. Check mal kurz die Missionen ab. Du auch bitte. Ich werde links unten das Ding freischalten. Ich werde jetzt lange unterwegs sein. Jeder macht jetzt einen Aussichtspunkt. Ich mach den links oben jetzt, weil ich mach links unten. Dafür haben wir gerade die Brücke gemacht für den links. Ja, ich mach links unten. Ich muss da lang fahren, wo ich eben lang gefahren bin. Ich glaube, jeder Aussichtspunkt gibt auch Cash. Ja, und ultra viele neue Aufgaben. Lost, hey, der Baum hat mich nicht gehalten. Primex. Wo der Windentrickser ist wieder da? Holy shit. Ich bin scheiß Zauberer mit der Winde. Ohne Witz. Was Ronaldinho am Ball gemacht hat, mache ich mit der Winde. Kommst du da nicht übers Wasser, Max? Mann! Äste! Bäume okay, aber Äste? Ich bin noch und neben nach diesem. Dir. Digga, Ast! Ah, komm mit. Und zusammen nach diesem Duo-Abenteuer haben wir dann den Kipper. Bug im Game gefunden. Also den Cut, der hier in der Werkstatt steht. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich jetzt hier nicht durchkommen. Okay. Ich werde diesen Aussichtspunkt erreichen. Ich werde ihn erreichen. Fahr vor. Links. Leute, euch ist nicht bewusst, ich werde diesen Aussichtspunkt erreichen. Egal, was passiert. Das habt ihr, glaube ich, nicht verstanden. Ich bin voll lahm, Mann. Gold Horse Mining. Du fährst schon wieder in die Pfütze rein. Ja, aber du zu weit rechts bist, Bro. Ich will dich ja in die Straße reinziehen. Ja, nein, du sollst mich aber nicht in die Straße reinziehen. Hört auf, euch so anzuzicken. Guck. Wie tief ist das hier, Leute? Das müssen wir jetzt zurückbringen. Mann, es ist immer noch eine Straße. Oh, was das ist nicht so tief das hier. Denn, Digga? Ja. Das sieht aus wie ein Bagger. Was für Truck. Yeses, ich hab's geschafft. Das war nicht so tief, das Wasser. Riesensee, einfach durchgefahren. Ey, ich hab hier was. Lass mich zuerst raus. Warte. Ja, fahr doch raus. Kann hier nichts freischalten? Das ist ja einfach nur so eine krasse... Aber hier kann ich nichts freischalten. Hier ist nichts. Digga, alle haben gesagt, das ist eine Pfütze, aber ich glaube, das ist schon ein Fluss irgendwo, oder? Bewegen wir uns gar nicht mehr? Ich probiere mal den hier. Ist das eine bewegliche Pfütze von der Flut oder ist das ein richtiger Fluss? Komm schon, kann ich irgendwo die Winde? Kein Windenpunkt sichtbar. Oh. Komm. Kein Windenpunkt in Sicht. Oh mein Gott. Oh, die Strömung, hä? Mann! Du bist aber schon mehr raus, tatsächlich. Holy shit. Ich bin einfach über den Ozean gefahren. Let's fucking go. Man in dem Stil nicht. Ich bin out of map gefahren. Das wird schon gehen irgendwie. Du kannst doch nicht da unten aus der Pfütze rauskommen, aber hier bei ebenem Boden und einer Mini-Pfütze nicht. Ist nicht ebener Boden. Ist ganz schlechte Aussage. Komm. Ich lenke so stark nach rechts, wie es geht. Im Vergleich zu vorhin war das ebener Boden, laber nicht. Aber ich kann doch jetzt auch nicht links von dem Ding hier fahren. Doch, das kann ich nicht. Nee, kannst du nicht. Kann ich nicht. Mach's mal kurz ab. Ja. Wir müssen durch diese Pfütze Scheiße hier fahren. Was willst du machen? Ja, aber so knapp rechts dran vorbei, weißt du, was ich meine? Ja. Nochmal dran. Ab. Digga, hier ist einfach 8 Meter tiefer Schnee. Wo bin ich denn hier? Immer schön links halten. Ach so, hier ist so ein. Ja, kannst du knicken, ich hab's verkackt. Nein. Du hast gesagt, du schaffst das.
Digga, guck dir mit das UD an. Ihr kriegt beide einen Lachkrampf. Ihr kriegt beide einen Lachkrampf. Was ist das? Das ist noch ein Baum neben dem Baum. Schlecht, warum könnte ich zwei mit dem Zeitgleich am Start sein? Mann! Es ist so steil, so viel Schnee, so viel Scheißbäume, so viel Steine. Der, wir müssen das schaffen, rechts. Reapers. Ich frage mich, mein Zahnstocher. Ja, ja, falsche Richtung. Ja, ich bin eklig. Digga, what the fuck? Man kann hier nicht links vorbei. Der Tank, der Tank! Wenn ich das nicht schaffe, spiele ich das Spiel nie wieder. Ich muss versuchen, rechts vorbei. Es geht, links ging nicht, war festgefahren. Was sollte Romantra, was drauf hat? Sattelkupplung. Fast da, ich bin fast da. Oh mein Gott. Heilige Scheiße, ich hab's geschafft! Digga, ich schwitze! Was ist, war das denn? Oh mein Gott! Ich hab noch 4 Liter Tank. Hast du den Aussichtspunkt? Ja. Geiler Typ. Guck mal, ich hab immer nicht geglaubt. Sag's doch. Ich bin völlig durch. Das Game ist viel zu intens. Was ist das denn? Oh mein Gott, und die komplette Map freigeschaltet. Okay. Unterwegs verloren. Westliche Brücke. Tankstelle ist hier unten. Lieferung bergauf. Camping schiefgelaufen. Arroganz. Ja, verlassene Anhänger. Fehlt, sagt die. Das Ding müssen wir abschleppen. Das ist die Mission der Map. Ja, das ist die Mission, Alter. Und wir sind bereit für die schwerste Mission der Map, sagt Romatra. Gib mal Gas und lenk links, rechts. Mach das mal. Warte mal. Ich soll Lastengang machen. Ich mach mal Lastengang und dann mach ich links da rein. Mach links, rechts, links, rechts. Lenk links, rechts, während du Gas gibst. Nicht die abkuppeln. Sorry, ich wollte ziehen. Mit dem Ding? Einfach in einem Tal. Ja, ja. Ach, seid ihr das Ding schon gefahren? Ja, klar. Ja. Die ganze Strecke, Bro, das ist mitten auf der Straße. Was denkst du? Ach so. Ich schieb noch ein bisschen von hinten, ja? Ja. Versuch mal. Mein ganzer Chat ist voll try, soll mal helfen. Warum frisst du auch Popcorn und machst nichts? Ich fand's interessant. Wir haben das Ding schon so weit geschoben. Ich schieb Vollgas. Okay, mehr, komm, das schaffst du, mein Junge. Lastengang, Differentialsperre an. Vollgas. Let's go, lass knacken. Alle zusammen. Reapers, Romatra, ich. Löst dich mal kurz, Ruth. Let's go, Jungs. Ja? Ja. Ich fahr nochmal gegen dich, Max. Warte, ich komm noch von vorne. Ja, aber nicht so viel Motorschall machen. Das war mein bestes Auto. Baller. Reapers, alles klar? Ich weiß nicht, ob Reapers noch rückwärts zieht. Gibt Vollgas, Alter. Aber rückwärts Vollgas, ne? Ja, klar. Rückwärts Gang Vollgas, klar. Immer reiner. Das bin ich. Ihr braucht den International Pacer. Jo, was sind diese, wer tut diese riesigen Felsbrocken direkt neben die Straße? Wer macht sowas? Können wir den nicht seitlich irgendwie? Warte mal, ich versuche mal was. Digga, Reapers sieht hier aber schon ultra. Baller dich mal an mich ran. Bergen. Ich hole jetzt das, was wir brauchen. Ich hab keine Ahnung. Leute, ich bin unterwegs. Ich hab noch ein Ass im Ärmel. Okay, Jungs. Seid ready? Oh nein, vielleicht ist gerade rechts neben mir ein Fahrradfahrer. Oh. Nee, ist nicht. Weiß man ja nicht, vielleicht ist hier ein Fahrrad ja in einer 4 Meter tiefen Pfütze im Schlamm. Wie viel Geld die gewastet haben von SnowRunner. Wenn ich könnte, würde ich mir jetzt hier für 100 Euro den teuersten Truck kaufen. Max, du musst jetzt Reapers connecten. Max! So, connecte dich hart. Reapers. Mittig, hast du dich mittig connected? Geht noch rechts oder links. Gib Gummi! Lastengang an. Differentialsperre aktivieren. Vollgas. Komm, Baby! Da geht noch ein bisschen was. Komm schon! Ich fahr noch hinten rein und schieb. Motorschaden. Auch noch ein bisschen, Max! Ja! Ach, Leute. Habt ihr nicht den Paystar, der International Paystar, euch gepaytet? Gib mich weiter, warte, ich muss noch ziehen. Nicht an mich, an Max. Oh mein Gott, Romata ist an der Dümpelkiste, Alter. Holy shit. Max, wieder herkommen. Kann ich, oh Gott, geht nicht. Oh Gott, da muss ich jetzt hier wieder den Lastengang raus. Digga, Romata mit seiner Schrottkiste, da kannst du ja auch disconnecten, ist wenn ich so ehrlich bin. Okay, gib Gummi, Max. Am besten die Pfütze versuchen, ein bisschen zu avoiden. Links oder rechts lang? Aber nicht zu weit links, weil das Ding schlägt hinten übel aus. 3 Aussichtsplattformen noch. Das gibt auch jedes Mal gut Cash. Für alle. Jetzt haben wir unsere ganzen Lenkräder wieder angeschlossen. Jetzt können wir da wieder gut Gas geben. Das erste Game, wo Travis kein Geld ausgibt, kann man hier Geld ausgeben. Kann ich mir irgendwas kaufen hier? Nee, kannst du nicht, glaube ich. Gesundheit. Ja, Mann, dann niese ich, Mann. Wenn ich nicht payen kann, ich bin allergisch dagegen, wenn ich nicht payen kann. Dann kriege ich irgendwie die...
Allergische Reaktion, dann tränen mir die Augen und ich muss die ganze Zeit niesen. Wo kriege ich jetzt mein Geld niederlassen? Gegen Non-Grinder.